Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus et al. Begrüßt in Frankfurt Herrn Professor Rupert Bausachs und in Lübeck Herrn Professor Ingo Eitel, mit denen wir in Teil 2 unserer Miniserie zum Vorhofflimmern die kardionephrologische Gretchenfrage diskutieren möchten, ob wir Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung, insbesondere Dialysepatienten mit Vorhofflimmern, antikoagulieren sollen oder nicht. Fokussierend auf die Axadia-Studie zum Vergleich NOAC versus Vitamin K-Antagonist, zu der Professor Bausachs zentral beigetragen hat, und die LAA-Kidney-Studie, dessen Initiator und Leiter Professor Eitel ist. Lieber Herr Eitel, lieber Herr Bausachs, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Kann ich mich nur anschließen? Vielen Dank. Super wichtiges Thema. Wir freuen uns, dabei zu sein. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ganz kurz zur Einleitung. Herr Professor Bauer-Sachs, schon ein fester Player bei uns auf Markus at Home, auch schon in Personam anwesend gewesen. Nach Studium in München und Oxford hat er lange die Angiologie in der Uniklinik in Frankfurt geleitet, bevor er dann fast 20 Jahre lang Direktor der Klinik für Gefäßmedizin, Angiologie in Darmstadt war. Professor Bauer-Sachs ist insbesondere wissenschaftlich, glaube ich, wenn man das sagen darf, mindestens im deutschsprachigen Raum, aber darüber hinaus an der Koryphäe, was Gerinnungshemmung angeht, bei Thrombose, aber auch bei PAVK, hat ganz entscheidend mit zum Beispiel Voyager-Studie hier zu den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beigetragen und ist seitdem er nicht mehr in Darmstadt tätig ist, wieder nach Frankfurt zurück. Gunnar, in deiner Nähe zum CCB sozusagen, um dort als Angiologe uns noch erhalten zu bleiben, worüber wir uns, glaube ich, alle sehr freuen. Professor Eitel ist Direktor der Kardiologie in Lübeck. Nach einem Studium in Würzburg hat er in Leipzig eigentlich seine klinische Ausbildung durchlebt, dort das Herzkatheterlabor geleitet und leitet eben das Universitäre Herzzentrum Lübeck jetzt auch schon seit fast 3 Jahren. Herr Eitel, ist, glaube ich, richtig, ne? Und ist da, glaube ich, ganz maßgeblich für das, was man eben von dort auch kennt, zuständig eben für komplexe Corona-Interventionen, auch strukturelle Herzerkrankungen, unter anderem eben wissenschaftlich jetzt forsch vorangehend. Dazu werden wir was hören zum Thema Vorhofohrokluder bei höhergradig Nierenerkrankten und dialysepflichtigen Patienten. Darauf freuen wir uns besonders. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Eitel. Dann würden wir vielleicht, lieber Bauer-Sachs, anfangen mit dem Thema, bei dem Sie wissenschaftlich maßgeblich beteiligt waren, nämlich der Axadia-Studie, also orale Antikoagulation bei dialysepflichtigen Patienten. Professor Bauer-Sachs ist Co-Autor der rezent publizierten Axadia-Studie, zu der wir einiges hören werden, aber auch auf vielen anderen Studien. Wir freuen uns auf Ihr Referat. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich will erstmal meine Disclosures nochmal zeigen und ganz kurz noch so zu dem Hintergrund, zu dem schwierigen Hintergrund des Themas ein bisschen was sagen. Was wir natürlich alle wissen, ist, dass das natürlich wahnsinnig zunimmt, die Niereninsuffizienz und natürlich parallel das Vorhofflimmern. Und deswegen haben wir natürlich auch immer mehr Patienten, die auch dialysepflichtig sind und gleichzeitig eben Vorhofflimmern haben. Und eigentlich zeigen viele, viele Studien, dass im Chest-Vascular eigentlich die Niere fehlt. Ja? Wenn man sich das anschaut, Niereninsuffizienz, Dialysepflichtigkeit ist ein sehr hohes Schlaganfallrisiko. Eigentlich hätte das dann in Chest-Vascular auch noch dazu gehört. Aber jetzt kommen wir zur Antikoagulation. Das sind Daten, die beruhen auf der ganzen dänischen Bevölkerung, und man sieht jetzt hier links, dass der Vitamin K-Antagonist Warfarin eigentlich schön das Risiko für einen Schlaganfall reduziert, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen das Risiko für Blutungen erhöht, das kennen wir. Aber und das sieht man jetzt in der ganzen dänischen Bevölkerung, wenn wir uns jetzt mal anschauen, Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung und insbesondere Dialysepatienten, da sehen wir jetzt hier diesen Schutzeffekt durch das Warfarin nicht mehr. Wir sehen dann eigentlich nur noch das, was wir alle kennen, dass bei diesen Patienten das Blutungsrisiko deutlich gesteigert ist. Und das zeigt ein bisschen das Dilemma eben mit dem Vitamin K-Antagonisten. Und das ist jetzt gar nicht überraschend. Wir wissen das, dass sowohl die FDA für das Coumadin eine Warnung bei Niereninsuffizienz ausgesprochen hat und dass wir natürlich für das Fenpro-Common in Deutschland natürlich auch eine Gegenanzeige haben, wenn eine manifeste Niereninsuffizienz vorliegt. So steht es zumindest in der Fachinformation. Ja, und
Da war es jetzt gar nicht so überraschend, dass bei diesem Medical Need die FDA aufgrund von ganz wenigen Daten gesagt hat, na gut, man kann da mal Apixaban oder Rivaroxaban einsetzen. Und wenn Sie sich mal diese wenigen Daten anschauen bei einer logarithmischen Skala, dann sehen Sie hier die Patienten mit End-Stage Renal Disease, die liegen doch mit den Spiegeln beim Apixaban und beim Rivaroxaban eigentlich deutlich höher wie die gesunden Probanden. Und das ist vor und nach Dialyse im Prinzip gleich. Das ist so der Background. Und was wir auch wissen, nachdem es so wenig Studien gibt, gibt es dann immer nur diese Network-Analysis, wo man dann verschiedene Studien kreuzvergleicht und dann jetzt für den Schlaganfall und die Embolie gesehen hat, dass im Vergleich zu 5 Milligramm Apixaban die 2,5 Milligramm, jetzt nicht signifikant, aber vom Trend her schlechter waren, also mehr Schlaganfälle hatten, auch so wie überhaupt keine Antikoagulation, das werden wir nachher sicher noch diskutieren, oder eben der Vitamin-K-Antagonist, alle drei waren jetzt numerisch eigentlich schlechter gelegen als die 5 Milligramm Apixaban. Und wenn wir uns jetzt dann die Blutungen anschauen bei so einer Netzwerkanalyse, auch wieder verglichen wieder mit dem 5 Milligramm Apixaban, da waren die 2,5 Milligramm gleich. Das ist interessant, dass bei diesen Patienten da kein Unterschied war. Dabigatran, Rivaroxaban, deutlich mehr Blutungen. Kein Antikoagulans war dann etwa gleich wie 5 Milligramm Apixaban und Warfarin, wie erwartet, wie wir es gerade gesehen haben, mehr Blutungen. So, und jetzt haben wir zwei Studien. Die deutsche Studie, zu der ich gleich komme, und die amerikanische Studie Renal AF. Und da will ich nur auf ein paar Punkte nochmal abheben. Also die Amerikaner haben als Vergleich zum Warfarin bei den Dialysepatienten mit Vorhofflimmern die 5 Milligramm Apixaban genommen, bei ausgewählten Patienten die 2,5 Milligramm. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir sicher nochmal zurückkommen werden. Geplant war die Studie mit 760 Patienten und Sie sehen, das hat dann bei 100 54 wurde das dann abgebrochen. Also, das zeigt ein Problem, was wir sicher nachher nochmal diskutieren. Und das sind die Ergebnisse. Und Sie sehen jetzt hier eigentlich schon mal für den primären Endpunkt, da ging es eben um die schweren Blutungen und die klinisch relevanten nicht schweren Blutungen, mehrere Beobachtungen, dass jetzt erstmal enttäuschenderweise eigentlich kein Unterschied oder kein Benefit vom Apixaban zu beobachten war. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Die Blutungsraten waren sehr hoch. Also wenn man sich das anschaut, 25%, ein Drittel nach 12 Monaten schwere oder klinisch relevante Blutung, ist also wirklich viel. Das war die amerikanische Studie. Und hier nochmal die Endpunkte. Schlaganfall, wenig, würde ich jetzt mal sagen, in einem Jahr, trotz Antikoagulation. Aber die Mortalität sehr hoch. Ja. 25% Apixaban, 18,8% mit dem Vitamin-K-Antagonisten. Viel natürlich kardiovaskuläre Mortalität, wirklich hoch. Blutungsassoziierter Tod war relativ wenig. Also das war die Renal-AF-Studie. Und jetzt kommen wir zur deutschen Studie, die eben vom AFNET eben auch unterstützt wurde und durchgeführt wurde, wo es eben jetzt um den Vergleich ging, Apixaban 2x2,5 Milligramm versus Vitamin-K-Antagonist. Und wie Sie wissen, haben wir in Deutschland das Fenpropion als Nicht-Unterlegenheits-Sicherheitsstudie. Also 2,5 jetzt in der deutschen Studie im Vergleich eben zu Fenpropion. Und auch hier hatten wir geplant 220 Patienten. Und Sie sehen, wurden nur halb so viele, als die Studie dann beendet wurde. Man muss dann sagen, eigentlich jetzt auch vorzeitig beendet wurde. Ergebnisse. Hier jetzt der primäre Sicherheitsoutcome, Modified Intention to Treat Analyse, Tod, schwere oder klinisch relevante Blutung. Auch wieder sehr viel. Sie sehen das hier. Wir sind da also bei 0,77% Fenpropion, beim Apixaban etwas weniger, Hazard Ratio 0,31. Und hier nochmal für den sekundären Wirksamkeitsoutcome, da war dann noch der ischämische Schlaganfall dabei. Auch hier wieder sehr hohe Raten. Fenpropion, Apixaban, jetzt auch kein dramatischer Unterschied. Das war Modified Intention to Treat. Und wenn wir jetzt On Treatment anschauen, da waren die Zahlen vielleicht ein bisschen niedriger. Aber Sie sehen auch hohe Zahlen und jetzt auch kein
dramatischer Unterschied zwischen Apixaban und Fenproconazole. Man muss sagen, das war ja eine Nichtunterlegenheitsstudie. Und auch die Nichtunterlegenheit konnte nicht erreicht werden, weil eben die Studie, wie wir gesehen haben, mit einer deutlich niedrigeren Fallzahl als geplant beendet wurde. Also in einer randomisierten Studie mit 2x2,5 Milligramm Apixaban bei Vorhofflimmern und Hämodialyse im Langzeitverlauf keine Unterschiede bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit. Auch die formale Nichtunterlegenheit, was ja Ziel war, konnte nicht erreicht werden. Trotzdem unterstützt das dann die Erwägung von Apixaban für die Prophylaxe von kardiovaskulären Komplikationen bei diesen Patienten. Größere Studien sind erforderlich. Und ich sage jetzt mal dazu, zusätzliche Interventionen brauchen wir, um das sehr hohe thromboembolische und Blutungsrisiko der Patienten zu reduzieren. Und zum Schluss vielleicht nochmal kurz so in den Kontext nochmal gebracht. Frau de Vriese hat diese Studie, die Valkyrie-Studie, ja hier an dieser Stelle schon vorgestellt mit Rivaroxaban. Und hier konnte tatsächlich dann über diesen langen Zeitrahmen bei 132 Patienten auch eine signifikante Hazard-Ratio-Reduktion nachgewiesen werden und auch die Blutungen, Life-Threatening Major Bleeding, war signifikant niedriger gewesen. Und vielleicht nochmal zur Diskussion einfach nochmal Eldercare, eine japanische Studie, und da sind die Verhältnisse oft sowieso anders. Sie haben meistens eine geringere Intensität der Antikoagulation, und hier hat man eine ganz niedrige Dosis von Edoxaban genommen, 15 Milligramm. Sie wissen, die normale Dosis ist 60 Milligramm, 30 Milligramm bei Niereninsuffizienz. 15 Milligramm hat man hier genommen bei Patienten, die sich für eine orale Antikoagulation nicht eignen. Das waren jetzt nicht nur Dialysepatienten, aber die Patienten hatten im Mittel eine schlechte Nierenfunktion, so um die 30 Milliliter pro Minute. Und dieses 15 Milligramm Edoxaban war wirksam für die Verhütung von Schlaganfällen, eine Reduktion auf ein Drittel. Aber Sie sehen eben auch, die Blutungen waren jetzt nicht signifikant, aber waren doch mehr. Und nur wenn man mal alles zusammenzählt, dann hat man vielleicht doch eine absolute Risikoreduktion von ein paar Prozent, wenn man Blutungen und Schlaganfälle zusammennimmt. Auch bei Placebo sehen Sie das Problem. Bei diesen Patienten haben wir eine relativ hohe Blutungshäufigkeit. Ausblick dann zum Schluss nochmal. Factor 11, Hemmung. Da haben wir natürlich jetzt bei den verschiedenen Ansätzen Antisense-Oligonukleotide natürlich jetzt den Riesenvorteil, dass das jetzt überhaupt nicht von einer Nierenfunktionseinschränkung oder von Dialyse irgendwie beeinträchtigt wird. Auch die monoklonalen Antikörper bei Osuzumab spielt da keine Rolle. Und entsprechend ist es natürlich so, dass man an diesen Medical Need gegangen ist und jetzt Studien durchführt bei diesen Patienten, Dialysepatienten. Und das können wir mal diskutieren. Ich halte diese Zahlen da hinten, das ist zusammen weit über 1000 Patienten, ich halte es ehrlich gesagt für sehr ambitioniert. Aber da können wir ja nachher mal sprechen, ob diese Studien, die sicher sehr viel Sinn machen, wie da die Rekrutierung sein wird. Vielen Dank. Ja, spannend, spannend. Lieber Herr Professor Bauer sagt, ganz lehrreich jetzt für uns und auch der Vergleich jetzt zwischen den drei großen Studien. Bin gespannt jetzt so ein bisschen auch noch vielleicht auf Ihre Einschätzung darüber hinaus. Also ein paar Sachen fallen ja auf oder fielen uns auf, wenn man die Dinge liest. Das eine ist, trotz der relativ engmaschigen Betreuung der nierenkranken Patienten, die relativ schlechte Time and Therapeutic Range, INR-Einstellungen vielleicht gar nicht optimal. Wobei man ja sagen muss, zumindest vom Nierengesunden wissen wir, dass wir das Blutungsrisiko gar nicht unbedingt so viel verbessern, wenn wir die INR-Einstellung zum Beispiel durch Selbstmessung verbessern, sondern vor allen Dingen die Thromboembolierate. Das andere war, was insbesondere Professor Heine aufgefallen war, Gunnar, ich hoffe, ich nehme dir die Frage nicht weg, Thema Co-Medikation mit Thrombozytenaggregationshemmung. Können Sie da was zu sagen und zur INR vielleicht im ersten Schritt? Ja, also zur INR, das ist wirklich extrem schwierig. Ich habe jetzt diese Einleitungsfolien weggelassen, die eben zeigen in vielen, vielen Studien, wie schwierig die Einstellung, die INR-Einstellung mit Vitamin-K-Antagonisten bei Dialysepatienten ist. Das ist ein Nightmare. Wir haben vergleichbare Probleme eigentlich nur noch bei den Krebspatienten. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, und wir haben extra auch Anstrengungen unternommen, um die INR-Einstellung zu optimieren. Aber das ist leider so, dass die sehr schlecht ist bei den Patienten. Das hat
viele Gründe. Insgesamt ist der Bedarf sehr niedrig und damit ist es auch sehr instabil, liegt vielleicht dann auch an der Vitamin-K-Versorgung, aber auch da sind leider Versuche eigentlich gescheitert, das durch Vitamin-K-Substitution irgendwie zu verbessern. Das ist ein Dilemma und das ist so. Also das kennen wir im Alltag und das leider eben auch in den Studien. Und das Zweite ist auch ein Problem natürlich. Wir haben relativ viele Patienten, weit über ein Viertel, die dann eben Thrombozytenaggregationshemmer hatten am Anfang. Man muss ja nochmal gucken, wie viel es dann im Verlauf war. Aber ich gehe davon aus, dass immer noch viele weiterhin Thrombozytenaggregationshemmer hatten. Und das erhöht natürlich das Blutungsrisiko. Natürlich haben die Patienten auch eine Indikation für einen Thrombozytenaggregationshemmer. Viele haben natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen gehabt oder haben dann eine Sekundärprophylaxe mit Thrombozytenaggregationshemmern. Aber das erhöht natürlich gerade on top von irgendeiner Antikoagulation dann nochmal das Blutungsrisiko. Plus, diese Patienten haben natürlich eine urämische Thrombopathie. Das kommt ja auch noch dazu. Und haben eine Anämie dazu. Also das sind viele, viele Gründe, die das Blutungsrisiko da ansteigen lassen. Also ich befürchte, dass da auch während der Studie die Zahl an Thrombozytenaggregationshemmern relativ hoch sein wird und das erhöht natürlich das Blutungsrisiko. Weil wenn man jetzt auf den ersten Blick denkt man dann, naja gut, es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen den beiden nicht-Vitamin-K-abhängigen und Vitamin-K-abhängigen Antikoagulantien, aber auf der anderen Seite, was ja ins Auge fällt, Sie hatten es angedeutet, mit über 70% ist diese eigentlich prohibitiv hohe Blutungsrate. Also angenommen, wir hätten keinen Vorhofohrverschluss. Ja, ich sage jetzt mal, also es ist vielleicht nochmal, ich bin nicht sicher, ob dieser, natürlich hat man diesen Sicherheitsparameter genommen, die kommen eigentlich klinisch relevante Blutungen. Klinisch relevante, nicht schwere und schwere Blutungen. Aber, und das muss man nehmen, weil man sonst natürlich zu ganz anderen Fallzahlen wiederkommt. Und wir haben ja die Fallzahlen weder bei RINLF noch bei Axadir haben wir die Fallzahlen erreicht. Also ich weiß nicht, ob klinisch relevante Blutungen wirklich der Sicherheitsendpunkt ist. Und dann haben wir natürlich auch so hohe Zahlen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt eher schwere Blutungen genommen. Aber damit ist es, könnte ich ja die Fallzahlschätzung mal überlegen, wie die dann aussehen würde. Also natürlich haben diese Patienten viele klinisch relevante Blutungen. Die sind relevant und sind natürlich für den Patienten auch belastend. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das Gegengewicht zum Schlaganfall ist. Also das ist vielleicht nur eine generelle kritische Anmerkung zu diesen Studien, zu den Endpunkten. Das heißt, Sie würden jetzt als Conclusio, vorab Conclusio, also diesen drei Studien schon noch zur Antikoagulation beim Dialysepflichtigen mit Vorhofflimmern raten? Zuraten. Also ich würde es auf jeden Fall überlegen und den Patienten muss man das auch sagen. Und die Patienten haben viel Angst vor einem Schlaganfall. Die haben wahrscheinlich weniger Angst vor klinisch relevanten Blutungen, was sie sowieso oft erleben. Und deswegen ist das Bild so ein bisschen verzerrt. Das würde ich schon sagen. Und lässt sich jetzt auch nicht ändern. Aber das wäre so meine subjektive Einschätzung dazu. Und jetzt, dann höre ich auch auf zu fragen, aber einfach mal noch nachgehakt, weil ja vieles gemacht wird, was überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Sie hatten es angedeutet, dass auch die Vitamin-K-Antagonisten eigentlich nicht zugelassen sind. Dann gibt es in vielen Nephrologien diese Halbwahrheiten mit an dialysefreien Tagen irgendwas zu applizieren und während der Dialyse ja ohnehin Heparin. Möchten Sie da Stellung zu nehmen oder würden Sie sagen... Nein, aber das zeigt nur, ich meine... Es ist ja auch so, dass es ist ja nicht so, dass es nicht funktionieren würde, aber es zeigt einfach nur, wie groß der Bedarf ist, was zu machen. Ja? Und das ist natürlich jetzt ein Tool, das Heparin, womit jetzt auch der Dialyse-Doktor jetzt gut vertraut ist. Und das zeigt mir, es gibt ja null Daten für Vorhofflimmern, Prophylaxe mit Niedermolekularen, da gibt es nichts. Aber es zeigt einfach nur die Verzweiflung. Ja? Das ist wirklich so. Und letztendlich öffnen diese Studien so ein bisschen eine Tür, aber es zeigt einfach, wenn man es positiv sieht, und das Glas ist halb voll, wenn man sagt, es ist halb leer, zeigt es einfach nur, wie schwierig das ist, ja, und wie hoch die Raten sind. Und also kommt darauf an, wie Sie Ihr Glas anschauen. Ja. Herr Eitel. Ja, wenn wir Herrn Bauersachs als Koryphäe mit dabei haben, dann erlaube ich mir jetzt die Frage natürlich, wenn er antikoagulieren würde, ja, was geht man denn dann, Herr Bauersachs? Weil
Ich habe ja in der LAA Kidney als Best Medical Care extra offen gelassen, aber was wäre denn Best Medical Care? Also es ist auf jeden Fall nicht Vitamin K-Antagonist. Ja, das kann man jetzt auf jeden Fall sagen. Ob jetzt irgendwelche Brücken und Krücken da mit Heparin an irgendwelchen dialysefreien Tagen, ist nicht untersucht, da haben wir keine Daten. Und dann kann ich jetzt nur sagen, dass zumindest mal diese, die beiden oder wenn man es will, alle drei Studien zeigen, dass das im Prinzip unter Studienbedingungen so machbar ist. Also es ist ja so, wir haben ja, ich muss schon sagen, dass ich überrascht war jetzt bei Renal AF, wie lange die Patienten dabei waren. Das kommt gar nicht so richtig raus, dass es doch bei vielen auch ganz gut funktioniert hat. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen wäre das für mich durchaus eben ein Angebot an den Patienten. Ja. Und ich würde dann sicher auch die 2,5 Milligramm nehmen, weil man bei Renal F schon auch im Verlauf dann doch oft auch runtergegangen ist von den 2x5 auf 2x2,5 Milligramm. Die Daten für das Rivaroxaban waren überzeugend, aber es sind natürlich jetzt keine Vergleichsstudien. Also man kann das jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Ich denke nur, dass es im Prinzip praktikabel ist, wirksam ist, finde ich schon. Aber dass es jetzt sicher noch keine Ideallösung ist. Darf ich an der Stelle kurz eine Frage stellen, Professor Bauer, sagst, man hatte ja den Eindruck, es gibt schon differenzielle Effekte. Auch die letzte Studie, die japanische Studie, die Sie gezeigt haben, ist das Play of Chance oder da gab es ja schon einen relativ deutlichen Effekt auf die Thromboembolie-Verhinderung. Jetzt auch nochmal im Hinblick auf die Frage von Professor Eitel, was soll man denn nehmen? Klar, das ist sicherlich kein klarer Unterschied, aber wie erklären Sie sowas? Also, das war ja Vergleich gegen nichts. Die Elder Care, diese japanische Studie, war Vergleich gegen nichts, also gegen Placebo. Und die Patienten, es waren keine Dialysepatienten. Die waren nur schlecht mit der Nierenfunktion, waren darüber hinaus natürlich auch schlecht und alt und fragil und so weiter. Also das kann man jetzt nicht eins zu eins nehmen. Ob jetzt dann eine noch niedrigere Dosis, das ist ja jetzt quasi ein Viertel der normalen Dosis, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht beim Apixaban dann noch niedriger zu gehen. Beim Rivaroxaban, Sie hatten es vorhin angesprochen, diese 2x2,5 Milligramm beim Voyager, das ist durchaus eine Option, denke ich, für Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risiko, weil die natürlich die 2x2,5 zusätzlich zur ASS gegeben werden. Und wir haben ja gesehen, dass relativ viele dieser Patienten ASS haben und brauchen. Und das ist bei Dialyse eben auch so, diese hohe kardiovaskuläre Erkrankungsrate. Und das wäre vielleicht nochmal eine ganz interessante Option, die, aber da sehe ich im Moment keine Studie kommen. Aber das wäre vielleicht nochmal eine ganz niedrige Dosis, die 2,5 Milligramm Rivaroxaban on top von Aspirin dann nochmal. Es gibt meines Wissens eine australische Studie, TRACK, die das jetzt bei wirklich fortgeschrittener Nierenerkrankung testen möchte. Die haben gerade meines Wissens angefangen zu rekrutieren. Ein paar europäische Zentren in Frankreich auch dabei. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir Daten. Aber ich will auch also nochmal... Das wäre super, weil wir haben nämlich auch gesehen von RenalAF, wie hoch eben diese kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität bei den Patienten ist. Und das wäre vielleicht dann auch nochmal so Wirksamkeit und Sicherheit nochmal eine Option. Es ist ja trotzdem auffällig, auch wenn Sie jetzt sagen, naja, die Blutungen waren jetzt nicht alle wirklich so ganz schwer gewesen, sondern dieses Non-Severe schließt da manches ein, was für den Patienten mit Sicherheit nicht so bedeutsam ist wie der Schlaganfall. Trotzdem war es ja erstaunlich, wie wenig Schlaganfälle aufgetreten sind. Und die Frage, wie selektieren wir jetzt diese Patienten, ist ja schwierig, weil der CHA2DS2-Score funktioniert bei Dialysepatienten ja nicht, der ist bei den Patienten eh extrem hoch und wenn, differenziert er nicht. Frau de Vries hat mal vorgeschlagen gehabt, vor nicht so langer Zeit zu sagen, gibt das nur bei Menschen in der Sekundärprophylaxe oder bei über 75-jährigen Diabetikern, die keine gastrointestinale Blutung haben im letzten Monaten. Das wäre Ihnen aber ein bisschen zu restriktiv, wenn ich das... Nein, auch so. Also ich finde solche Risikostratifizierungen schon sinnvoll. Wir haben ja gesehen, Blanket, wenn man das jetzt über die Patienten macht, dann
kommt die Ergebnisse raus, wie wir es gesehen haben, wenig Schlaganfälle. Aber das, denke ich, so gezielt zu machen und dann eben wirklich eben sowohl die Patienten mit einem sehr hohen Schlaganfallrisiko, das wären zum Beispiel die Sekundärprophylaxe, und die mit einem relativ niedrigen Blutungsrisiko zu selektionieren, das finde ich schon eine ganz gute Idee. Und gibt es irgendwelche Patienten mit weit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung, insbesondere Dialysepatienten, bei denen Sie sagen würden, da sollten wir jetzt wirklich in Kombination mit der oralen Antikoagulation noch einen Thrombozytenaggregationshemmer dazugeben? Klar, die ersten Monate nach Koronarstenten, Myokardinfarkt und meinetwegen auch Schlaganfall, aber jetzt stabile KHK, stabile PAVK, stabile zerebrovaskuläre Erkrankung. Also wir setzen es immer ab, weil ich muss sagen, mir ist das Blutungsrisiko einfach zu groß. Oder gibt es da noch was? Nein, also die Leitlinien, ESC-Leitlinien sind da klar und sagen, zur Antikoagulation bitte keinen Thrombozytenaggregationshemmer dazu, ist nicht nötig. Die Frage ist halt nur, ist 2 mal 2,5 Milligramm Apixaban, ist das eine volle Antikoagulation? Normalerweise würden wir jetzt beim Nicht-Dialyse-Patienten, Herr Eidel kann gleich nochmal kommentieren, wir würden bei jemandem, der dann auf 2 mal 2,5 reduziert wird, würden wir eigentlich gerne den Thrombozytenaggregationshemmer wieder dazugeben. Aber ich weiß nicht, wie Sie es machen würden, das ist jetzt unabhängig von Dialysepatienten, aber das ist für mich keine volle Antikoagulation dann. Aber da kann man natürlich jetzt diskutieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir, wenn wir Apixaban geben, also das NOA geben, dass wir dann auf die Thrombozytenaggregation verzichten, auch wenn es die niedrige Dosis ist. Aber das ist ja das Dilemma, jeder macht es anders. Gibt es keine guten Daten. Gibt's nicht. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass diese 2,25 zweimal täglich natürlich bei den Dialysepatienten hohe Spiegel erzeugen. Ja. Vielleicht noch zwei Fragen, bevor ich dann an Florian Kostoudis übergebe. Das eine ist, Sie haben gesagt, wir warten auf größere Studien. Die wird es aber doch wahrscheinlich bei den NOACs jetzt nicht mehr geben, sondern Nein. dann switchen wir wirklich rüber zu den Faktor 11 Inhibitoren. Und da ist meine Frage, das wird ja extrem unübersichtlich dann. Das ist eine vielversprechende Substanzgruppe. Wir kriegen alle möglichen verschiedenen Applikationen, subkutan, oral, lange, kurze Halbwertszeit. Und auch das Studienprogramm ist ja sehr, sehr unübersichtlich. Wo sehen Sie da den Platz in Zukunft? Finde ich gar nicht mal so, sondern wir haben im Prinzip da jetzt wir haben ja die Small Molecules, die dann nicht in Frage kommen. Ja, Milvexian oder Ansodexian kommen hier nicht in Frage. Und dann haben wir die Antisense Oligonukleotide, die gehen natürlich gut und die wirken lange. Man braucht dann Antidot natürlich, aber das sehe ich schon. Oder eben Antikörper. Das kann ich mir schon vorstellen. Was ich für sehr ambitioniert halte, sind die Fallzahlen. Also natürlich können wir jetzt alle schimpfen über die Dialyseärzte, die da bei den Studien nicht so toll mitgemacht haben. Aber das ist so, das ist schwierig. Das sind schwierige Patienten und die in Studien einzuschließen, ist enorm schwierig. Und da jetzt 1000 Patienten einzuschließen, also das ist ambitioniert. Mal gucken, ob das so was wird. Also da sehe ich eigentlich eher das Problem, da mal 1000 Patienten, da 1000 Dialysepatienten über einen längeren Zeitraum. Und ich kenne ja, war ja in den USA genauso schwierig wie in Deutschland. Ja, also nur in Belgien hat es funktioniert. In Belgien hat man es hinbekommen, in 3 Zentren diese gut 100 Patienten zusammenzubekommen, wo wir in Deutschland viele, viele Zentren für gebraucht haben. Letzte Frage meinerseits noch. Benutzen Sie diese Eldercare-Dosierung im klinischen Alltag, diese 15 Milligramm? Ich habe es ein paar Mal probiert, dann kam gleich Ärger von den nachverordneten Ärzten. Also ich nicht. Ich weiß aber, dass jemand ganz anderes das benutzt, und zwar die Neurologen. Die Neurologen haben ja auch ein Dilemma, wenn die nämlich jetzt einen großen Schlaganfall haben bei einem Vorflimmerpatienten, der durchaus dann nochmal irgendwie sekundär eingeblutet hat, und die wissen dann auch nicht so ganz, was sie machen sollen, und dann machen die das off-label. Also das ist bei den Neurologen jetzt durchaus etwas, was off-label natürlich dann mal zum Einsatz kommt, aber vielleicht gibt es ja da auch andere Möglichkeiten, über die wir gleich nochmal reden. Gut, jetzt muss ich mich doch mal outen mit der blöden Frage. Also Dexian, Milvexian, also die Small Molecule Factor 11 Inhibitoren, zu denen die Daten ja am weitesten sind. Wieso sehen Sie da gar keinen Stellenwert bei Dialysepflichtigkeit? Naja, bei die natürlich zum Teil auch über die Dialyse. Aber sehr gering doch eigentlich. Ja, aber ob das, also ich glaube nicht, dass man jetzt
da, ich sehe jetzt eher die Antisens, Oligonukleotide da drin oder Antikörper, die da wirklich null Problem haben. Ja, ich glaube, an der Stelle entwickeln wir das ganze Thema etwas weiter weg von der pharmakologischen Therapie hin zur Device-Therapie. Wir freuen uns ganz besonders, das Mastermind sozusagen des LAA Kidney Trials heute hier zu haben. Es ist ja immer spannend, wenn man die Principal Investigators face-to-face befragen kann. Es ist eine sehr, sehr wichtige Studie. Es ist eine Studie, die das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung maßgeblich gefördert wird. Und im Sinne der Leipziger Schule, glaube ich, Sie stimmen mir zu, Herr Professor Eitel, if you don't know, then randomized. Und ich glaube, diese Studie wird uns hoffentlich Antworten geben, ob wir vielleicht mit dieser relativ neuen, device-basierten Therapie eine Lösung für die Patienten bereithalten können. Ja, vielen Dank, Herr Custodis. Also ich meine, wir müssen das Problem endlich mal lösen. Und die Zahlen hat Herr Bauersachs ja schon genannt. Also wir haben es mit einer Epidemie zu tun. Wir haben tagtäglich Vorflimmerpatienten in den kardiologischen, nephrologischen, in allen Praxen. Und wir sind hier alle jung und dynamisch. Aber jeder dritte Patient über 55 bekommt Vorflimmern. Und da wir immer älter werden, nimmt die Prävalenz auch zu. Also wir haben jetzt schon über 10 Millionen in Europa, 2 Millionen in Deutschland. Also das ist ein Dilemma. Und die Komorbiditäten sind auch da. Natürlich Vorflimmern, Schlaganfall. Aber wir haben ja häufig die Triade mit dem metabolischen Syndrom. Wir haben eine hohe Koinzidenz von Diabetes und Vorflimmern. Und natürlich auch 2/3 der Patienten haben eine Niereninsuffizienz und in der Regel verschlechtert die sich dann auch und bis hin zur Dialysepflichtigkeit. Und die Patienten, die eine terminale Niereninsuffizienz haben und Vorflimmern, das sind die absoluten Hochrisikopatienten, das sind die Ärmsten der Armen. Also die Prävalenz ist extrem hoch, mit Abfall der GFR nimmt die Schlaganfallrate dramatisch zu. Patienten bluten deutlich mehr, haben eine höhere Mortalität. Wir haben ja schon über die Mortalitätsraten gesprochen. In der Valkyrie-Studie über 30% Mortalität. Wahnsinn. In Renal AF 20% Mortalität. Axadia auch 15-20% Mortalität. Also das sind ja unfassbare Raten. Und ich glaube, wenn wir aus diesem Meeting rausgehen, dass Warfarin oder Vitamin-K-Antagonisten keine Rolle mehr spielen sollten, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Und vielleicht kann ich die Lösung sagen. Im Moment ist es so, dass circa 1/3 der Patienten antikoaguliert werden mit einer terminalen Niereninsuffizienz. Und das Dilemma sind Herr Custodis und ich dann immer in unserem Echolabor. In den linken Vorhofohren sind diese Trompen, die dann gern mal abfliegen. Also Sie sehen sie hier im linken Vorhofohr, die fliegen ab, machen die Thromboembolie und das sind dann die Disabling Strokes, die das Leben eigentlich von einer auf die andere Sekunde dann auslöschen. Und nochmal hier mein Plädoyer, Vitamin-K-Antagonisten, kein Benefit, kein Effekt auf Tod im Vergleich zu keiner Antikoagulation. Mehr Hospitalisation, mehr Blutungen, kein Effekt auf Stroke, und sogar mehr intrakranielle Blutungen. Und wenn man das nochmal auflistet in den Kaplan-Meier-Kurven, wenn man hier intrakranielle Blutungen und Hospitalisationen nimmt, signifikanter Nachteil für Warfarin. Also das scheint wirklich keine Option für diese Hochrisikopatienten zu sein, weil sie keinen Schlaganfall vermeiden, aber dafür die Patienten in die Blutung bringen. Und das triggert häufig natürlich die Morbidität und die Mortalität. Aber jetzt kommen wir ja in das Dilemma, wir können die Patienten nicht elegant mit NOACs therapieren. GFR von 15 ist die magische Grenze, es wird rot, kontraindiziert oder nicht zugelassen. Deswegen, wie schön sind die normalen Nierenpatienten, straightforward, da freuen wir uns. Eingeschränkte Nierenfunktion wird es ein bisschen komplexer, muss man ein bisschen Dosis reduzieren. Und das sind die terminalen Niereninsuffizienzen. Herr Heine macht es anders wie Herr Bauersachs, Herr Custodis macht es anders wie ich und Herr Schirmer auch. Also wir haben ein Wirrwarr von Therapien und jetzt haben wir natürlich gedacht, Apixaban ist die Lösung, deswegen sind die Zahlen auch dramatisch hochgegangen. Hier 2013, die FDA hat das ja zugelassen für die Indikation. Herr Bauersachs hat die Pharmakokinetik auch aufgezeigt, das war auch Grundlage der Zulassung bei der FDA. Und das beruht primär auf Registern, also große Patientenzahlen, da über 25.000 Patienten. Man hat schon immer den Trend gesehen,
Jawohl, gegenüber Warfarin hat Apixaban Vorteile. Also wir haben signifikant weniger Blutungen, wir haben weniger gastrointestinale Blutungen und auch einen Trend beim Tod. Also das war schon super spannend und die Meta-Analyse hat Herr Bauersachs auch schon angesprochen, also auch im Vergleich zu den anderen. Natürlich zu Warfarin, aber auch zu Dabigatran, Rivaroxaban hat Apixaban immer die Nase vorn gehabt und Vorteile gezeigt. Aber es gab nie randomisierte Daten. Renal AF und die vorzeitigen Abbruch haben wir besprochen. Auch was ich nochmal thematisieren wollte, Warfarin, Time in Therapeutic Range, 45%. Das ist ja ein Witz. Ja. Was wir auch schon angesprochen haben, Apixaban 70%, 5 Milligramm und ein Drittel mit 2,5 Milligramm. Weil das ist ja wirklich auch die Frage, wenn man Apixaban gibt, dann nehme ich jetzt 5 Milligramm oder 2,5, das ist ja auch ungeklärt. Und natürlich hat die Studie nicht ausreichend Power, um die Frage zu beantworten, also kein Effekt zwischen den beiden Gruppen. Aber immerhin haben die Nordamerikaner es geschafft, 154 Patienten in 42 Zentren in 2 Jahren zu randomisieren. Ist schon besser wie Axadia, muss man sagen. Ne? Hier nochmal die Blutungen so und die Schlaganfälle gegenüber. Das ist ja immer die Waage, die man haben muss. Und in Renal AF hat man eigentlich sehr schön gesehen, also ischämisch ist es vielleicht gar nicht so das Problem bei den Patienten. Also wenn man antikoaguliert, hat man schon einen guten Schutz, sei es also zum Beispiel auch mit Apixaban. Aber die Blutungen, die sind halt 10-fach häufiger wie ischämische Ereignisse. Und das scheint vor allem die Prognose zu triggern. Axadia haben wir besprochen, Time in Therapeutic Range in der Kontrollgruppe ein bisschen besser, 50% mit Warfarin. Und da hat man dann die 2,5 Milligramm genommen, aber da wir es gerade ausreichend diskutiert haben, gehe ich schnell drüber weg, kein Effekt. Valkyrie-Studie finde ich ganz spannend, aber wie gesagt, Mortalitätsraten über 30%, also wirklich sky high. Und da erstmalig ein Hinweis, dass man mit Rivaroxaban 10 einen kombinierten klinisch relevanten Endpunkt signifikant reduzieren kann. Und diesen Dialyse-Risikoscore, den Herr Heine und Frau de Vriese publiziert haben, den finde ich auch spannend, müsste man mal in Studien validieren. Also dass man sagt, ich mache es abhängig, wie das Risiko ist individuell vom Alter, ob er schon mal geblutet hat, Diabetiker ist oder einen Schlaganfall hat. Und je nach Score mache ich eine systematische Antikoagulation, so wie es Herr Bauersachs eher empfohlen hat. Oder man sagt, nee, mir reicht doch, wenn die Heparin bei der Dialyse bekommen, die Patientinnen und Patienten, und es reicht. Also finde ich spannend, aber wir brauchen eine Validierung. Und deswegen auch nochmal zusammengefasst, Warfarin, wenn Sie das Problem hier, Schlaganfall und Blutungsrisiko, da kommen Sie ja gar nicht in die Nähe hin. Mit Noax, vor allem mit Apixaban, jawohl, da sind Sie an diesem Brand des Schlaganfallrisikos dran, aber ich habe die Lösung für Sie dabei. Die Lösung ist aus meiner Sicht, aber ich muss es leider auch erst in der Studie beweisen, der Vorflimmer. Weil wir wissen, dass die bei Vorflimmerpatienten die Trompen in der Regel immer im linken Vorhofohr entstehen. Und dieses Vorhofohr kann man mittlerweile in Zentren, die viel Erfahrung haben, mit einer sehr geringen Komplikationsrate elegant mit einem Device, mit einem Vorhofohr-Okluder verschließen. Und dass das immer die Lokalisation ist, das liegt daran, dass wir eine starke Stase nach der Virchow-Trias in dem linken Vorhofohr haben. Wir haben Inflammation, Endothelveränderung durch das Vorhofflimmern und das führt dazu, dass wir hier die Trompenbildung haben und wir können das Vorhofohr eben sehr elegant mittlerweile in Topzentren ausschalten, indem wir das Device implantieren. Sie sehen hier mal in 3D dargestellt so ein Chicken Wing Vorhofohr auf der linken Seite. CT gehört nicht unbedingt zur Routine-Darstellung. Das ist ein Case, den wir mit einer CT-Planung auch gemacht haben. Und dann in der Mitte angiografisch stellen wir das Vorhofohr dar, wie man 1:1 diesen dieses Chicken Wing Vorhofohr sieht. Und man kann mittlerweile auch genau modellieren, welche Größe brauche ich dann. Und dann hier auf der rechten Seite das ausgeschaltete Vorhofohr. Sie sehen, gar kein Kontrastmittel mehr geht in das Vorhofohr rein. Und natürlich kann da kein Thrombus mehr entstehen. Und der Patient ist vom Schlaganfall geschützt. Und das könnte auch für die Nierenpatienten die Lösung sein. Es gibt verschiedene Devices, die angewandt werden, die
wirklich die Hauptplayer in dem Feld ist der Watchman und die Fortentwicklung der Watchman Flex. Und das ist ein einteiliges Device oder das Amulett als zweiteiliges Device mit Korpus und Scheibe, wo man vielleicht noch ein besseres Ziel vom Vorhof erreichen kann. Aber es gibt jetzt auch zunehmend andere Devices, die versuchen, den Markt zu brechen. Aber an den Daten sieht man, wir haben über 10.000 Patienten in Registern und auch randomisierten Studien, besonders für Watchman und Amulett. Guidelines für den Vorhofohrverschluss, auch wenn Sie bei mir die Euphorie hören, die sind ernüchternd. Also auch hier müssen wir Kardiologen mehr Evidenz schaffen. Wir haben eine Klasse 2BB-Indikation und natürlich müssen wir da auch schauen, dass wir da das auf sichere Füße kriegen. Wir können nach Leitlinien im Moment nur die Patienten implantieren, die schon mal geblutet haben oder eine Kontraindikation für eine orale Antikoagulation haben. Wahnsinnig dynamisches Feld. Sie sehen, es gibt Massen an Studien und aus meiner Sicht eine extrem wichtige Studie ist die LAA-Kidney-Studie. Die Studie jetzt bei terminalen Niereninsuffizienzen nennt einen Patienten, die Rolle des Vorhofohrokluders klären soll. Vielleicht nochmal die Grundlage, warum haben wir uns die Studie ausgedacht? Wir haben seit längerem schon ein sehr gutes Programm in Lübeck und beobachten es auch in anderen führenden Zentren, dass Patienten mit einer terminalen Niereninsuffizienz sicher und gut implantiert werden. Gibt es auch die ersten Publikationen, aber die Zahlen sind natürlich sehr gering und klein. Also die größten Studien sind so 50 Patienten, die eine Dialyse hatten. Und es zeigt sich eigentlich immer, ob schlechte Nierenfunktion oder gute Nierenfunktion in einem guten Zentrum kann man die Patienten sehr sicher und effektiv implantieren. Aber der Kritikpunkt ist natürlich immer, wir brauchen randomisierte Daten. Wir haben auch noch mal eine multizentrische Studie durchgeführt, die ich geleitet habe. Das ist natürlich auch alles Observational Data, aber wir haben da, wie Sie sehen, auch die Zahlen sind klein, aber auch in der Studie konnten wir zeigen, dass in den teilnehmenden Zentren die Rate an Major-Blutungen und auch Strokes wir mit dem LAA-Okluder extrem sicher und genauso sicher vermeiden können wie bei Patienten, die eine normale Nierenfunktion haben. Vor allem, wir haben auch kein Signal, dass die Prozedur bei den terminalen Niereninsuffizienten gefährlich ist. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt die Daten und haben die LAA-Kidney-Studie designt. Und es ist ein extrem ambitioniertes Projekt. Es geht nur zusammen. Es geht nur kardiorenal in einem ganz engen Zusammenarbeit zwischen Nephrologen und Kardiologen. Und wir wollen die Studie auch international durchführen. Also neben Deutschland wird auch Frankreich und Tschechien an der Studie teilnehmen. Und wir haben ja schon jetzt auch über Zahlen geredet. Was brauchen wir denn, um wirklich einen Effekt zu zeigen? Und das ist das Ambitionierte. Wir wollen 430 Patienten in diese Studie einschließen. Alle Patienten mit Vorhofniemann und der GFR kleiner 15 eignen sich für die Studie, werden dann 1:1 randomisiert in die interventionelle Gruppe oder in die Best Medical Care Gruppe. Und da habe ich Herrn Bauersack schon gefragt, ja, was ist Best Medical Care? Das kann jedes Zentrum für sich selber entscheiden, ob der Patient überhaupt eine Antikoagulation bekommt, ob er eine Plättchenhemmung bekommt, ob er Apixaban bekommt, 2,5 oder 5 oder doch Rivaroxaban. Also es kann jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und dann schauen wir nach 18 Monaten, das ist der Tag der Wahrheit, hat er klinischer Endpunkt kombiniert aus Schlaganfall, Embolie, kardiovaskulärer Tod und einer schweren Blutung, weil wir ja auch schon über die Endpunkte diskutiert haben. Die Studie ist einerseits einfach, aber natürlich auch unglaublich schwer. In dieser Indikation sind die meisten gescheitert, sogar mit massivem Pharma-Support. Also Sie haben es bei Renal AF gesehen. Ne? Also da war natürlich Bristol-Myers Squibb und Pfizer dahinter. Diese Studie hat einfache Einschlusskriterien, aber natürlich brauchen wir vor allem die Nephrologen, die einen sehr guten Zugang zu den Patienten haben, die mithelfen, die Patienten zu überzeugen. Was haben wir bisher geschafft? Seit 28.03. sind wir am Start. Wir haben jetzt 6 Zentren initiiert. Es werden in Deutschland über 40 Zentren teilnehmen. Und wir haben es zumindest geschafft, in nicht mal einem Jahr 32 Patienten in diese schwere interventionelle Studie zu bringen.
Es ist ja nicht leicht, auch solche vulnerablen Patienten für eine Intervention zu überzeugen und natürlich auch die Partner im kardiorenalen Netzwerk. Also die gute Nachricht ist, wir brauchen nur noch 398. Und das heißt, wir sind noch erst hier am Anfang, aber zusammen, und ich merke auch den Spirit, den wir brauchen für die Studie, nicht nur bei den Kardiologen, sondern auch bei den Nephrologen, dass wir dieses Mammutprojekt erfolgreich über die Bühne kriegen und dann endlich die Evidenz haben, was machen wir mit dem Patienten. Und Herrn Heine bin ich auch sehr dankbar, er pusht die Studie auch maßgeblich, und Sie sehen hier in Frankfurt mit seinen Partnern im CCB auch den ersten Einschluss, und mittlerweile hat auch Frankfurt 3 oder 4 Patienten eingeschlossen. Also das funktioniert, wenn man bei der Studie hinterher ist, kann man auch effektiv rekrutieren. Und deswegen, Herr Heine, auf dem Weg nochmal vielen Dank, und ich hoffe auf den weiteren Support bei der wichtigen Studie. Und deswegen, dass die Patienten wirklich Hochrisikopatienten sind, haben Herr Bauersachs nicht hinreichend betont. Wir alle wissen nicht, was die optimale Antikoagulation ist. Aus meiner Sicht ist die Lösung der Vorhofohrverschluss im richtigen Zentrum, und ich kann Sie nur alle um Unterstützung bitten, damit wir diese Studie zusammen als Kardiologen und Nephrologen erfolgreich zu Ende bekommen, und dann haben wir die Evidenz, die wir brauchen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Eitel. Das war spannend, sehr spannend. Ich möchte noch so ein bisschen jetzt natürlich vor Ohrverschluss wieder zurück, müssen wir wahrscheinlich auf die Pharmakotherapie zurückkommen, die Postimplantherapie. Da kennen wir uns gar nicht gut aus. Und es gibt Empfehlungen, ASS dauerhaft zu belassen. Ich glaube, das ist in den Vorhofflimmer-Guidelines von 2021. Es gibt verschiedenste Regime. Vielleicht können Sie da uns kurz nochmal briefen, was ist im Moment State of the Art, und machen Sie es jetzt in LA Kidney anders, oder was haben Sie dort für Vorgaben? Ja. Also das war ja immer ein Kritikpunkt, dass man sagt, naja, das sind die Hochrisikopatienten und ihr implantiert ein Device und dann müsst ihr ja doch erst nochmal weiter antikoagulieren oder Plättchen hemmen. Also das hört man ja immer wieder. Glücklicherweise sind die Devices mittlerweile so athrombogen, dass man die doppelte Thrombozytenhemmung kurz machen kann. Also wir machen in der Regel 3 Monate eine kombinierte Therapie aus ASS und Clopidogrel und setzen nach 3 Monaten dann nach TEE-Kontrolle das Clopidogrel ab und haben eine ASS-Monotherapie. Wenn der Patient keine weitere Indikation hat, dann setzen wir das nach einem Jahr auch ab, und die haben dann letztlich gar keine Blutverdünnung mehr, nicht mal eine Thrombozytenaggregationshemmung. Aber das wissen wir natürlich aus unserer klinischen Erfahrung, die meisten terminalen Niereninsuffizienten haben natürlich irgendwo schwere Arteriosklerose oder haben schon Stents. Also in der Regel, das muss man ehrlich sagen, ist eine langfristige ASS-Monotherapie notwendig bei dem Patienten. Zur Studie nochmal, auch als jemand, der jetzt nicht im High-Volume-Center Okluder implantiert, natürlich spannend die Auswahl des Devices. Gab es da ganz pragmatische Gründe für, oder ist das aus Ihrer Erfahrung oder überhaupt, ich glaube, Sie haben es gezeigt, welches Device Sie verwenden, und was ist der Hintergrund dafür? Ja, also im Wesentlichen gibt es halt 2 führende Devices, die gezeigt haben, dass sie in der Breite und vor allem auch in randomisierten Studien mit einer hohen Sicherheit und Effektivität implantiert werden können. Und natürlich ist die Studie auch eine Studie, die Unterstützung braucht, und letztlich haben wir natürlich auch die Device-Firmen mit ins Boot genommen, und da die Firma Abbott jetzt primär sich auch den Druck gegeben hat und gesagt hat, wir wollen diese Indikation potenziell auf die Niereninsuffizienten, terminalen Niereninsuffizienten ausweiten, hat sie die Studie auch finanziell unterstützt. Und da die Devices gleichwertig sind, es gab auch eine randomisierte Studie, die das Amulet-Device versus das Watchman-Device randomisiert verglichen hatten, da gab es keinen wesentlichen Unterschied und eher einen Vorteil für den effektiveren Vorhofohrverschluss für das Amulett. Und da haben wir gesagt, jawohl, das ist mit das bestgetestete Device, und wir wollen natürlich auch die bestmögliche interventionelle Therapie den Patienten dann auch zugutekommen lassen. Und deswegen haben wir uns primär für das Amulett entschieden. Wichtig, und das zeigen ja auch so multizentrische Interventionsstudien immer, ist ja oft auch die Präimplant-Vorbereitung. Das haben Sie ja eben so ein bisschen angerissen.
Für wie wichtig halten Sie es zum Beispiel, CT zu integrieren, Bildgebung? Als jemand, der dieses Verfahren auch anwendet, bin ich immer noch sehr verwundert, wie viele verschiedene Anatomieformen es ja gibt. Welche Rolle spielt das für Sie? Machen Sie da Vorgaben? Ist das wichtig für die Studie? Also für die Studie ist erstmal wichtig, dass es natürlich eine gewisse Erfahrung für den interventionellen Vorverschluss gibt und natürlich auch mit dem Device, das wir verwenden. Also dass da pro Jahr mindestens 20 Eingriffe gemacht werden mit dem Amulett-Device. Also das ist so die primäre Limitation. Aber auch da, so wie wir es mit der Antikoagulation machen, mit Best Medical Care, wo wir alles zulassen, lassen wir auch die Zentren den Vorhofohrverschluss so machen, wie sie das in der klinischen Realität tun. Also das heißt, wir schreiben kein CT vor. Wir sind eines der führenden Zentren und haben natürlich viele Innovationen. Deswegen machen wir auch immer mal wieder so Fusion Imaging oder auch CT-Bildgebung. Aber ich muss ehrlich sagen, als erfahrener Implanteur, das ist nice to have. Aber wenn man ein gutes Echo-Guiding hat, wir stellen das auch immer noch angiografisch in der Regel dar. Man kann es auch komplett ohne Kontrastmittel machen, wenn man jetzt wieder an die Niere denkt. Aber da hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Imaging-Modalität durch das Echo und auch angiografisch, wenn das möglich ist, um dann die optimale Größe für das individuelle Vorhofohr auszuwählen. Aber ich kann Ihnen nur recht geben, Herr Custodis, also ich denke immer, ich habe schon jede Anatomie gesehen, also Brokkoli, Kaktus, Chicken Wing, Windsock. Aber es gibt dann immer wieder eins, wo ich sage, also es ist ja Wahnsinn, was ist das jetzt? Ne? Seepferdchen, also und das ist dann halt schon auch die Erfahrung des Zentrums, dass man diese Anatomien dann halt mit der optimalen Größe in einem guten Team dann auch zusammen verschließen kann. Und da auch da ist es mittlerweile so, dass ein Vorhofohrverschluss nicht mehr einfach so das Device rein, sondern wir haben ganz klare Qualitätskriterien, dass man wirklich einen perfekten Verschluss hat. Wir akzeptieren keine Gaps mehr, also dass man noch so einen Restfluss neben dem Device hat, weil das weiß man auch, dass das nicht gut ist für die Patienten. Also wir investieren da wirklich viel Zeit, dass wir die optimale Position haben, den optimalen Verschluss. Vielleicht, also ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Art von der Studie und auch von der vom Device beziehungsweise von der Behandlungsform. Aber vielleicht abschließend ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Vorhofflimmern ist eine Systemerkrankung und CKD ist eine Systemerkrankung. Und ich kenne Ihre Antwort natürlich, aber vielleicht nur Professor Bauer-Sachs und Professor Heine auch nochmal fragen. Glauben wir wirklich, oder die Frage ist, wir haben gesehen, VKA, DUAC, wir richten nichts aus, jetzt machen wir den Plug da rein, ist super natürlich, ne? Aber möglicherweise ist es eine Chance, dass wir einfach in diesem terminalen Stadium vielleicht andere Quellen, MOD-Quellen haben oder auch doch nicht so viel Intervention leisten können. Soll ich anfangen? Also ich denk so, das eröffnet halt einfach die Möglichkeit, dann weiterzumachen mit den Thrombozytenaggregationshemmern, die Patienten eben auch brauchen. Also ich bin da jetzt schon auch ganz optimistisch. Ich muss auch sagen, die Rekrutierung jetzt, am Anfang geht es immer zäh. Ich finde das jetzt ganz gut. Vielleicht noch eine kurze Frage, was gibt es denn noch an ähnlichen Studien, die weltweit laufen? Können Sie uns da noch auf dem Laufenden halten? Also die Studie oder die Indikation ist so schwierig, dass sich da keiner ranwagt. Und ich spreche auch mit vielen Nephrologen, die immer sagen, also Herr Eitel, es tut mir leid, das ist wirklich ein Wahnsinnsprojekt, was Sie sich da aufgehalst haben. Aber ich vertraue da wirklich auf das Netzwerk der Zentren, die mitmachen. Ne? Und ich merke auch wirklich, dass alle sagen, wir wissen wirklich nicht, was wir mit dem Patienten machen sollen. Wir brauchen jetzt mal die Daten, auch wenn das extrem schwierig wird. Das ist in allen klar. Also von daher, gut. Nur zusammen schaffen wir es und das werden wir auch hinkriegen. Ja. Ein Vorteil vielleicht, Florian, allein schon dadurch, dass wir weniger Makomar, Rattengift, für die Dialysepatienten einsetzen, dadurch, dass wir den Okluder haben. Das heißt, zumindest mal durch die weniger Nebenwirkung haben wir da vielleicht einen Benefit. Mhm. Wissen wir, ob die Schlaganfälle, die nicht primär durchs Vorhofflimmern getriggert werden, kommen die auch aus dem Vorhofohr? Das heißt, schützen Sie die Patienten jetzt auch für die nicht originären Vorhofflimmer-Schlaganfälle?
Also da gibt es ganz spannende Daten von der sogenannten LAOS-3-Studie. Die haben bei einer herzchirurgischen Operation randomisiert verglichen, ich mache das Vorhofohr weg, schneide es weg oder belasse es ganz normal. Und es waren auch Patienten, die kein Vorhofflimmern hatten, also nicht nur Vorhofflimmerpatienten. Und im Follow-up hat man bei den Patienten durch die Exzision des linken Vorhofohrs gesehen, dass signifikant weniger Schlaganfälle auftreten. Und das ist nochmal so der letzte Baustein, der zeigt, dass dieses Vorhofohr anscheinend wirklich der Keyplayer ist für die Thromboembolien, die kardial bedingt sind oder die den Stroke verursachen. Und deswegen, das sehen wir auch jetzt unabhängig von der Nierenfunktion, dass wenn wir bei Vorhofflimmern das Vorhofohr wirklich effektiv und gut verschlossen bekommen, dass wir dann mindestens gleichwertig zur Antikoagulation sind. Also das ist wirklich der Ort, wo das Dilemma der Thrombenbildung dann stattfindet. Und darf ich da gerade nochmal nachfragen, verlassen Sie auch bei nierengesunden Menschen die Aspirin-Dauertherapie, so keine atherosklerotische Indikation da ist? Weil sonst kann man ja immer noch sagen, naja, ob das Aspirin wirklich so wenig, weniger Blutungskomplikationen macht als der NOAC, wissen wir ja seit Everest gar nicht mehr so ganz genau. Also würden Sie dann auch irgendwann aufhören mit der Thrombozytenaggregationshemmung? Also machen wir regelhaft. Es gibt sogar individuelle Entscheidungen bei Patienten zum Beispiel mit zerebraler Blutung, wo wir nur ganz kurz doppelte Blättchenhemmung machen oder nur eine Monotherapie. Wir haben so ganz vereinzelte Patienten ohne eine orale oder Plättchenhemmung gefahren. Also das geht auch. Da gibt es auch ein paar Registerdaten, vor allem aus dem Norden Dänemark, dass das funktioniert. Aber das darf man nie vergessen, das ist ein Fremdkörper und natürlich gibt es an diesen Okkludern auch Thromben und die sind beschrieben in circa 1-3% der Fälle. Und gerade Nierenpatienten wissen wir, die haben eine höhere Thrombogenität, da muss man besonders aufpassen. Da gibt es auch wenig Daten zur besten Post-Device-Behandlung hinsichtlich der Thrombozytenaggregation. Also das wird spannend sein. Wir machen im Moment einfach wir das Konzept der Standardpatienten auch auf die Nierenpatienten übertragen haben, weil das so erfolgreich da war oder erfolgreich ist. Vielleicht können Sie uns noch einen Satz sagen. Wo stehen wir im Moment mit den Komplikationen? Nephrologen sind sehr konservativ jetzt im Sinne von Intervention, skeptische Menschen, auch unsere Patienten, da kommen ja immer zwei zusammen, auch unsere Patienten sind ja gegenüber allen Interventionen immer sehr, sehr zurückhaltend. Wir versuchen zunächst mal der erste Schritt der Überzeugung, wo mancher Patient dann schon mal ganz froh ist, dass wir sagen, es ist ein venöser Zugang, es ist kein arterieller Zugang oder auf dem Patienten überall ein kleiner, kein großer Katheter, vereinfacht gesprochen, aber da fällt schon mal eine gewisse Sorge weg. Wie sind die Komplikationsraten und worüber müssen Sie die Patienten aufklären? Also die Komplikationsraten sind glücklicherweise mittlerweile sehr gering. In der Anfangszeit, als die Devices auch noch nicht so gut entwickelt waren, gab es natürlich primär, waren die Hauptkomplikationen zum Beispiel eine Perikardtamponade oder dass so ein Device sehr selten auch in der ersten Zeit mal embolisiert ist, wenn man nicht die optimale Größe hatte. Aber mit diesen neuen fortentwickelnden Devices und gerade mit einer guten Echo-Guidance, also transseptale Punktion unter Echo-Kontrolle transösophageal und dann auch gibt es steuerbare Schleusen mittlerweile, wo man sehr gut jede Anatomie berücksichtigen kann. Also im erfahrenen Zentrum ist die Komplikationsrate sehr, sehr gering und wenn, dann ist es tatsächlich, dass man durch die Punktion in der Vene ein Hämatom hat, aber dass man jetzt Tamponaden oder LAA-Perforation, Embolisation, was in der Vergangenheit in der ersten Zeit immer mal wieder berichtet wurde, das ist glücklicherweise eine Rarität geworden. Und dann vielleicht meinerseits die letzte Frage. Sie machen eine Kontrolle, TEE, nach einigen Wochen. Die Idee ist dann, ein residuales Leck zu sehen, wenn ich es richtig verstanden habe? Also primär schauen wir tatsächlich nach den Thromben, weil wir haben gesehen, da gibt es jetzt doch auch Registerdaten, dass so ein 1-3% diese Thromben am Device auftreten können und dass das auch mit einer schlechteren Prognose vergesellschaftet ist. Und deswegen sind wir da etwas sensibilisiert und machen diese Kontrollen, weil wir dann halt auch sicher sagen, okay, das Device ist jetzt nach 1-3 Monaten endothelialisiert und jetzt können wir sicher die erste Substanz der Thrombozytenaggregation absetzen. Also das hat primär die Rationale, die Thromben auszuschließen. Also wenn Thromben da sind, dann würden Sie länger
Plättchenhimmel machen, oder? Also wenn Thrombosen da sind, würden wir sogar wieder auf eine systemische Antikoagulation umstellen und dann zum Beispiel mit einem NOAC, zum Beispiel Apixaban, oder wenn das jetzt ganz hartnäckig ist, dann zum Beispiel mit Vitamin-K-Antagonisten kurzfristig antikoagulieren, um dann eine erneute Kontrolle anzuschließen, bis der Thrombus aufgelöst ist. Und dann wird man wieder auf eine Plättchenhemmung setzen. Stefan, Florian, muss ich doch einmal nochmal nachfragen. Gibt es auch Patienten, wo Sie dann nach 3 Monaten eine Leckage sehen, wo Sie nochmal nachjustieren müssen von dem Verschluss, oder tritt das heutzutage nicht mehr auf? Nee, also mit den Gaps oder das mit den Leckagen, wenn man da bei der Prozedur da wirklich Wert drauf legt, die optimale Position zu haben, die richtige Größe, da ist das auch sehr selten, und da verändert sich dann auch nichts innerhalb von 3 Monaten. Also das Ziel ist wirklich, dass man bei der eigentlichen Prozedur ein optimales Ergebnis erreicht, und dann kann man sich auch sicher sein, dass das langfristig so erhalten bleibt. Also es ist nicht so, dass man jetzt bei der initialen Prozedur denkt, man hat einen optimalen Verschluss, nach 3 Monaten sieht man dann, oh, da ist jetzt doch ein Gap von 5 Millimetern, sondern wenn das initial gut verschlossen ist, dann bleibt das auch so. Also mir brennt das, ich möchte mich da noch einmal jetzt auch von meiner Seite zu guter Letzt nochmal, ich finde das sensationell, wie Sie beide uns jetzt diese Daten im Prinzip zur Verfügung stellen werden und daran arbeiten. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zu allem. Und es brennt ja allen unter den Nägeln die ganze Zeit die Fragen, die gestellt wurden. Kommt das wirklich aus dem Forum Ohr? Wenn die jetzt Aspirin brauchen, kann ich die stattdessen auch 2x25 Apixaban geben? Letzten Endes, Sie haben es ja alles gesagt, wir wissen es ja nicht. Und solange wir die Studien nicht machen, wissen wir es nicht. Und deswegen, also mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie das durchziehen und allen, die da mitmachen. Und ich bin total gespannt auf die Ergebnisse, die wir hoffentlich dann hier irgendwann diskutieren werden. Dann danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir lassen jetzt unsere kardiologischen Kollegen vorm Wochenende in die USA fliegen zum ACC-Kongress. Mhm. Wir werden uns dann nächste Woche wieder treffen, um die aus unserer subjektiven Sicht spannendsten Studien zusammen mit Nikos Werner aus Trier zu diskutieren. Einen schönen Kongress, denjenigen, die da hinfahren. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Borsaks. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Eitel, für die so wichtigen Studien. Wir beobachten das Wettrennen zwischen den Faktor-11-Inhibitoren und dem Okluder, dann wer schneller die Daten zusammenträgt. Und wir werden versuchen, Herr Eitel, da auf jeden Fall weiter aktiv beizutragen. Und wenn Fragen sind zur Rekrutierung, dann denke ich, jederzeit Kontaktaufnahme mit Ihnen möglich. Die Zentren sind ja auch auf Clinical Trials sichtbar. Wir stellen es auch gerne unten in den Text noch rein. Einen schönen Abend. Viel Spaß beim Kongress. Vielen Dank. Schönen Abend. Okay. Tschüss.